Fritzi und hallo, es ist hier ein bisschen dunkel, ne? Ja, herzlich willkommen zurück hier bei mir auf meinem Kanal. Aber das macht doch das Wetter draußen. Es ist am Regnen und am Regen. Ja, und wir brauchen bunt, oder? Bei dem Wetter brauchst du bunt auf dem Auge. Das machen wir. Nämlich, ich habe euch ja gestern diese schöne Palette hier gezeigt, hier der verrückte Hutmacher, mir ist der Name ja nicht eingefallen. Alice in Wonderland 1951, ja so ein 3D-Wackelbild hier. Ja, das ist eine 6-Color-Palette. Das sind alles matte Töne. Jo, wir haben jetzt hier kein Setting-Tuch drin, ist ja immer hier kein Problem, ne? Wir haben ja alles hier in die Schublade. Was haben wir denn heute mal? Ach komm, da wir ja da keinen Schimmer haben, nimm mal einfach mal hier den Trended Up Holo Finish Powder, Powder. Der glitzert ja so richtig so vor sich hin. Damit setzen wir jetzt erstmal hier unser Auge. Na, da haben wir nämlich schon einen Glanz dann auf dem Auge, das ist doch auch schön. Jo, jo, ich habe heute mal wieder eine Foundation drauf, diese hier. Genau, von Trended Up, die Wonder Skin Cream to Powder Foundation. Ich finde die ja gut, ne? In der Farbe 010. Bei uns gibt es die übrigens wieder in der Theken. Die gab es ja mal eine Zeit lang nicht. Die war ja irgendwie sofort immer vergriffen. Das ist ja, wenn alles irgendwie neu ist, dann will es jeder haben und testen und so. Und ja, also immer schön die Augen offen halten bei DM. Da könnt ihr das nämlich finden. So. Und jetzt haben wir schon einen schönen Schimmer auf dem Auge. Ich pole euch gleich natürlich näher ran. Es kann nämlich sein, dass der Mister hier Experte gleich mal hier reingeschneit kommt, weil er zur Arbeit fährt. Ja. Ja. Glitzer, Glitzer, Schimmer. Eigentlich wollte ich eine Bluse anziehen, aber da das jetzt draußen immer so am Schütten ist und ist auch kalt, 10 Grad und so, ist das schön. Da brauchen wir keine Bluse anziehen. Nein. So, jo, wir arbeiten uns jetzt hier mal voran, ne? Ich weiß noch gar nicht, was wir für einen Look machen. Wahrscheinlich was Buntes. Ach nee. So, oh, ich glaube, das passt so nicht so. So ist besser. Ja, da gibt es ja eine Reihe von, also von diesen Paletten. Und jo, ich würde sagen, wir starten jetzt mal hier so, da so. Hier so, da so. Pinselchen. Oh, was ist der so ausgefranst? Ist das nicht? Ich wollte gerade sagen. Ich glaube, das ist einer von Action. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. So. Ich habe immer noch keine Ahnung. Sagen wir mal, da findet mir jemand dieses schöne, schöne Blau. Dieses ganz zarte Blau. Und das setze ich mir jetzt mal hier oben hin. Oh, das sieht man ja fast gar nicht. Da gehen wir nochmal in das andere Blau. Ne? Was ich hier in der Mitte habe. Da sind übrigens immer Mickey Maus Köpfe drauf. Wenn's, also ich will es dann halt schon intensiver haben. Man soll die Farbe auch sehen. Deswegen gehe ich jetzt in das andere Blau. So, jetzt bin ich wieder scharf. Ja, ja, was gibt's Neues? Oh, gar nichts. Es gibt nicht wirklich was Neues hier. Alles beim Alten. Hat mich vorhin auch jemand gefragt beim Einkaufen. Beim Lidl. Jemand, der da arbeitet. Die finde ich alle so nett, die Mädels da. Und die Jungs. Wie geht's? Was gibt's Neues? Ist so nichts Neues, nur Altes. Ja. Und wie ist so der Stand? Ich so, oh ja, viel Arbeit, wenig Geld. Ja. Wie das eben so ist im Leben, ne? So, das Hellblau oder das Babyblau haben wir jetzt auch schon mal hier aufs Auge bekommen, ne? Hey, wer stört mich da schon wieder? Ja, eigentlich müssen wir ja mit dem Pink arbeiten, das würde so passen. Aber ich habe ja hier auch Blau und da haben wir auch Gelb, wo Gelb hinten jetzt nicht so passt, aber... ich wäre so interessiert an dem Grün. Das möchte ich mir jetzt hier so dran setzen. Ich
höre immer so die Dachrinne, ne? Es plätschert so vor sich hin. Ja. Aber ja, wir brauchen, die Natur braucht das und man merkt jetzt auch so, bäm, macht auf einmal die Natur und die, puh, alles wird grün und so. Ja. Allerdings ist nur Regen, ist das auch so ein bisschen bedrückend, ne? Gerade weil ich nicht mehr lange bis zu meinem Urlaub jetzt habe, wenn meine Schwester kommt. Ey, da kann ich aber auch nicht gebrauchen, wenn es nur am Schiffen ist. Das will auch keiner. Hallo. So, ich mache aber mit dem Grün weiter. Edge, Edge, Elebedge. Und das setze ich mir hier hinten noch hin. Ich habe natürlich auch einen Highlighter, ne? Ich möchte ja trotzdem so ein bisschen Schimmer auch haben. Also ohne finde ich das irgendwie... Hier kann man nämlich noch schön draufsetzen dann auf die Farbe. So. Jo. Ist schon schönes Grasgrün, ne? Also passt wirklich so in den Frühling. Für mich muss auch Gras so grün sein. Dann ist es schön saftig, frisch und ich mag ja auch so den Geruch vom frisch gemähten Gras, ne? Das erinnert mich immer so an Urlaub auf dem Bauernhof. Ja, und jetzt werde ich gerade ein bisschen heller. So. Ja. Bunt, bunt, bunt ist meine Welt. Tralala. So. Und jetzt ja, nehmen wir doch noch Gelb, oder? Ja, da auf dem Gelb, da setze ich mir nämlich gleich mein Schimmer drauf. Hallo. Hoppala. Ich hätte nicht gedacht, dass du so kräftig bist. Ich setze mir da trotzdem gleich noch von dem Schimmer drauf, von dem Highlighter, den ich hier habe. Alles hier schön auf meine Wimpern. Hoch. Guck mal. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Gelb so kräftig ist. Aber es schreit Frühling, ne? Jo, du kannst du mal machen. Das ist schick. So, hier schön mitarbeiten mit dem Grün. Zack. Das ist ein schneller Look. Ein schneller Look. Ich liebe diese kleinen Paletten und ich glaube, ich habe auch alle jetzt da aus der Sammlung. Das ist ja so diese Disney-Abteilung, Bambi, Dschungelbuch und so. Und die sind alle matt. Wirklich alle matte Farben in den Paletten. Und halt auch bunt. Und die sind von Beauty Bay. Genau. Ich verlinke sie euch ja immer unten in der Infobox. Dann könnt ihr da mal, ja, so stöbern, wo ich so die Paletten her habe. Und ja, guck mal. Hä? Das ist doch cool. Ja, das nervt im Moment. Ich kann ja nicht so hier. Ja, da muss ich immer so stehen. So, ich habe diese Palette hier von Got to Be mir rausgesucht, diese Highlighter-Palette. Und da werde ich den hier nehmen. Und da gehe ich jetzt mal so mit dem Fingerchen rein. Der ist schon heftig, ne? Und den dippe ich mir noch hier so über mein Gelb. So, wenn ihr wirklich da eine matte Palette habt und ihr euch ist so nach Schimmer, dann könnt ihr das genauso machen. Dann toppt ihr da noch so ein bisschen Schimmer drüber. Macht die Sache auch noch ein bisschen heller. Aber wenn man jetzt mit dem Gelb wieder drüber geht, ja gut, dann ist der Schimmer dann weg. Dann machst du das nochmal, aber dann kannst du auch dranbleiben. Ne? So, mal hier den Übergang wieder so ein bisschen machen. Jo, ne? Ich mag das, wenn das so ein bisschen Schimmer ist. Das mag ich. Bisschen Fallout. Einfach hier so wegmachen. Und wenn es ein wirklich zu viel Schimmer ist, ja mein Gott, dann nimmst du halt nochmal ein bisschen Gelb hier auf den kleinen Finger und gehst da nochmal drüber. Und ihr seht, ruckzuck hast du einen wunderschönen Look geschaffen. So, Punkt. Wir gehen mit dem Blau hier nochmal so rein und setzen hier noch den Übergang. Hier auch. Ich mag das, wenn das so ein bisschen kräftig ist. Sollte man auch sehen, die Farben, die man auf dem Auge trägt. Das macht ja auch keinen Sinn. Hallo. So. Jo. Wir machen das mal ab. Au. Also ich habe ein gutes Tesafilm. Ne? Au. Also ihr müsst euch da nicht diesen teuren Klebis kaufen. Komm, einfach stinknormale Tesafilm für 1 Euro. Ist so.
Ich habe zwar die mal von Catrice gehabt, diese Klebis, ne, die fand ich auch richtig gut, aber die gibt es nicht mehr und mein Gott, kann ich auch mitleben. So, ja, ich nehme jetzt den Pinsel von gerade, das ergibt sich jetzt so und dann gehe ich mir in das Grün und das Grün setze ich mir hier unten halt an. Und diese Farben klatschen dir nicht so das Auge zu, ne? Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Das ist halt so, ja, frisch. Frische Leichtigkeit und so weiter. So. Wir könnten ja jetzt mal hier noch eine Runde Pinky nehmen, oder? Ja. Damit ich mich hier voll male. Nein. Damit das halt noch so ein bisschen aufgegriffen wird vom Pulli und von den Ohrringen. Und ja. Genau. Da braucht man aber auch nur wirklich nur ein bisschen reindippen in die Farben. Die sind sehr gut pigmentiert. Ja. Und dann kann man das schön in das Grün hier reinlaufen lassen. Auf der anderen Seite nämlich auch. Ja, wir verblenden das jetzt noch. Mein Gott. Diese, Alter, das nervt mich, ne? Mit dieser Schärfe. So. Cosmopolitan ist auch von Action. Das war mal so ein Set. Da greife ich immer dann gerne zu. Sind ganz günstig. So, ich habe das noch verblendet, damit es nicht so hart ist. Ja, und schon haben wir den Look geschaffen, ne? Mit der tollen Palette hier von Beauty Bay. Ja, also ich finde es so geil. Deswegen habe ich sie dann wahrscheinlich auch alle hier in der Sammlung. So, wir machen jetzt weiter mit den Highlighter. Ich muss das jetzt mal so neben mir halten. Besonders neben mich halten, weil dann ist das auch scharf. Wir machen jetzt mit dem Highlighter nämlich hier weiter. Und ja. Ist ja natürlich auch für euch dann interessant zu sehen, wie sehen die Produkte aus. Dann kann man sie schön angucken in der Kamera und ich habe ein scharfes Bild. Ja, so fügt sich alles zueinander. So. Und dann haben wir hier unser Highlight. Bisschen Schimmer auf dem Gelb, bisschen Schimmer im Inner Corner, bisschen und bisschen Schimmer auf den Wangen. Oh, Stefanie, das war ein bisschen viel. Oh mein Gott. Ha, wo willst du hin damit? Gut, lässt sich gut verblenden. Ich habe doch nur da reingedippt. Ja, der ist schon heftig, ne? Der ist heftig. Habe ich mir mal gekrallt, wirklich, als sie jetzt das alles so aus dem Programm genommen haben, diese Gatobi-Theken. Und ich wusste, ich habe noch keinen Highlighter davon und der knallt so richtig, ne? Ich habe jetzt eine gesehen, die hat so gemacht die ganze Zeit. Ich glaube auf Instagram. Ja, was ist das denn? Ja, das geht ja nicht. Ja, das ist ja Blödsinn, oder was? Hallo? ja. Ja gut, dann machst du einfach so und fertig. Hast du ein Highlight auf der Nase. Man kann den Punkt auch da lassen, ne? Ja. Ich muss lernen. Ich muss lernen, wenn ich den Highlighter, diese Palette habe. Hallo, meine Güte, dass ich da weniger von nehme. Was ist denn hier los? Da ist sogar meine Kamera mit überfordert, ne? Ich halte es doch extra schon hier hin. Naja, dann müssen wir jetzt durch. Also Schimmer, Schimmer, Glitzer, Glitzer, ne? Meine Güte. Leute, Hammerpalette ist das, Hammer. So, wir kommen jetzt zur Wimperntusche. Ja, Wimperntusche habe ich die von Note rausgezogen. Die hat ein Gummibürstchen. Und das finde ich so, ja, also vom Geruch her ist okay. Ich finde das Gummibürstchen halt sehr, sehr schnuckelig und süß, ne? So wie so ein geschnittener Baum. Genau, ich gebe mir die jetzt auf und dann kommen wir zum Lippi. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Das Bürstchen ist nicht so einfach zu handhaben, finde ich immer. Also, ja,
Da kriegst du, also ich glaube, ich mache jetzt schon gerade hier so meine fünfte Schicht drauf. Man soll ja auch ein bisschen was vom Mascara sehen, wenn man so drauf macht, ne? Also es ist immer, ist nicht so einfach. Es ist nicht immer so teuer gleich gut. Aber man kann sie gebrauchen, muss halt ein bisschen arbeiten. So, Lippi, das ist dieser hier, Art Deco Full Pression Lipstick in Lipstick 30 in der Farbe Wildberry Sorbet. Ja, das ist so ein Dreieck und das Dreieck geben wir uns jetzt mal auf. Jetzt machen wir es auf den Lippen und auf den Bund. So. Oh Gott, ey. Ja, schon eine tolle Farbe, ne? Und wie ihr sehen könnt, ist der matt. Aber ist noch okay von der Cremigkeit her. Und ich finde, Präzision passt da schon. Also diese Dreiecksform finde ich echt gut gemacht. So. Ja, ist der Knaller, ne? Ist der Knaller. Bisschen dunkel, Leute, die Lippen. Aber so, mein fertiger Look. Ja, ist ein typischer Steffi-Look, ne? Typischer Steffi-Look. Ich sage es euch. So. So sehe ich von nahem aus. So, und ihr seht so ein bisschen Schimmer, ne, auf dem Gelb. Und ja, Frühling lässt grüßen. Bisschen dunkel die Lippen. So, und jetzt, nee, ich lerne nicht. Ich lerne nicht mehr. So, ja, von Weitem ist doch alles schick, passt alles sehr gut zusammen. Schöne Palette, kannst du nicht meckern. Muss man halt wissen, wenn man sich sie bestellt. Sie ist nun mal bunt, ne? Gut, du brauchst jetzt nicht alle Farben benutzen wie ich. Ne? Man kann auch eine Farbe benutzen und dann benutzt du halt einen Highlighter dazu, wie auch immer. So, das war's. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Bleibt gesund. Knutscher und bis denn. Ciao.